Herzlich willkommen zum Podcast der basischen Lebensführung. Ich bin hellauf begeistert und auch ein bisschen aufgeregt, weil ich bin großer Fan von Rüdiger Dahlke und ich habe es auch schon öfter angekündigt, dass er jetzt bald bei mir in der Show sein wird und heute ist es soweit. Herzlich willkommen, Rüdiger. Schön, dass du in meiner Podcast-Show zu Gast bist und dass wir über dieses tolle Thema heute sprechen dürfen, die Säulen der Gesundheit. Grüße dich. Hallo Thilo, ja, und alle Zuhörerinnen, Zuschauer, herzlich willkommen. Ich denke nicht, dass ich dich groß vorstellen brauche. Wer dich noch nicht kennt, darf dich heute kennenlernen und von deinem Schatz sich bereichern lassen. Hast schon so viel in die Welt geschickt und ich habe auch einiges an Lektüre hier, was ich auch schon gelesen habe und verinnerlicht. Vor allem das Lesen an sich ist ja die eine Sache, aber was man dann umsetzt, ist ja das nächste. Und auch darüber, über das heutige Thema, hast du ja ein Buch geschrieben. 2021 war es, glaube ich. Oder so. Nee, 2001, Entschuldigung. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist Ja. lange her. Säulen der Gesundheit, das ist eins von den wenigen, was es, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Schon ein paar Jahre her. Das ist bestimmt 20 Jahre her. Das hatte ich noch mit dem Baldur Preiml, Franz Mühlbauer, zusammengeschrieben. Da haben wir noch Kurse in Monte Grotto gegeben. Also mindestens 20 Jahre ist es her. Das ist schon spannend. Ja, und du bist schon so lange Arzt, wie ich alt bin. Das ist auch toll. Und ich finde es immer toll, wenn verschiedene Generationen zusammenkommen. Ich bin ja ein Kind der Küche, wenn man es so sieht, und habe da auch mit vielen Generationen immer zu tun. Und das ist immer das Schöne. Jetzt bin ich so in der Mitte, sage ich mal. Dann sind ein Kollege von mir sagt immer Gruppe 1, 2, 3 und 4. Ich bin Gruppe 4. Der teilt das immer so ein. Und ich finde das ganz spannend. Ich bin dann 5 oder was? Ja, genau. Du 45, weil so lange bin ich Arzt. 42, ja. Ah, da bin Und ich. genau, so circa halt, ne? Und dementsprechend finde ich das ganz schön, wenn die Generationen zusammenkommen und von Erfahrungswerten kann man so unwahrscheinlich viel lernen. Und deswegen freue ich mich besonders heute, dass du uns ein bisschen von deinem Schatz hier mit auf den Weg geben kannst. Wie kam denn das zu Beginn? Hast ja eine klassische ein Arztstudium absolviert. Und wie kam denn dann der Wechsel, weil du ja doch wie die meisten Ärzte nicht praktizierst, sondern als anders lebst? Und vieles dazu gewonnen hast. Wie kam denn so der Wechsel oder was war so der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, jetzt verändert sich gravierend was bei mir und ich gehe in eine andere Richtung als die Masse, sage ich jetzt einfach mal. Es begann eigentlich schon im Studium, ehrlich gesagt. Also ich habe sehr früh durch einen Großvater, der auch Arzt war, zu meditieren angefangen. Wow. Und so mit 11 Jahren. Dann im Studium habe ich mich schon sehr für Naturheilkunde interessiert, da auch Fortbildung gemacht und Homöopathie vor allen Dingen eine Ausbildung begonnen und auch lange gemacht. Und dann kam schon, da gibt es so Formulaturen im Studium, nennt sich das, Praktikum praktisch. Und da habe ich eigentlich schon ziemlich so auch enttäuschende Erfahrungen gemacht mit der Schulmedizin. Ja, reden Sie nicht so viel, machen Sie was. So die Haltung, das ist ja auch eine Machergeschichte. In der Klinik, also ich bin ja dann auch in die Klinik gekommen, ganz automatisch. Und es war gerade so der Wechsel, praktisches Jahr. Danach hieß es dann anders. Weiß gar nicht mehr. PJ, praktisches Jahr, war gar nicht so praktisch. Naja. Im Endeffekt, da habe ich dann schon auch so Sachen mitgekriegt, also so ein paar so klassische Sätze, wo ich merkte, das will ich eigentlich nicht. Könnten Sie mal im Rahmen einer Ihrer langen Gespräche eine Infusion bei der Patientin X auf der Niere auf Y? Und ich wollte eigentlich nicht mit einer Niere, also sozusagen eine Niere behandeln, weil die Patientin hatte zwei und war jede Menge Organe. Aber klar, die interessierten einfach sich nur für die kranken Organe. Und ich soll da nicht so viel reden, sondern irgendwie schnell mal Infusionen oder gedenken Sie auch weiterhin für 20 Blutabnahmen eine Stunde zu brauchen. Da hast du so mitgekriegt, die wollen Blut, aber ja nicht reden mit den Leuten. Auf so einer Krebsstation wurde mir gesagt, nicht über das Thema Tod und Sterben sprechen. Es ist idiotisch, weil jeder weiß, der auf so eine Station kommt, dass es um Leben und Tod geht und dann darfst du nicht drüber reden. Dann erlebst du Patienten, die fragen dich, weiß noch so eine junge Leukämie-Patientin, die dann, wie ich mal allein im Zimmer war, fragte, jetzt muss ich sterben, Herr Doktor, und ich erschrecke gleich, weil das Thema darf man ja nicht behandeln. Und sagt, wie kommen Sie denn da drauf? Und sagt sie, weil ihr bei der Visite jetzt immer so schnell durch seid bei mir. War genauso. Ja, also ein paar pseudonette Worte und weiter austherapiert. Das war damals Leukämie schon noch
eine andere. Also heute ist da auch die Schulmedizin viel besser geworden. Naja, das waren so einschneidende Sätze, das sind so die ärgsten. Aber kamen schon noch einige. Und da habe ich so gemerkt, das ist eigentlich nicht die Medizin, die ich machen will. Dann, wie ich dann länger, vor allem auch in der Psychiatrie war, da habe ich so gemerkt, dabei werden die nicht heil, nicht gesund, die Leute, und ich werde noch krank, wenn ich das ein Leben lang mache. Und dann kam noch dazu, bin ja so aus der Hippie-Generation und habe natürlich schon mal ab und zu da einige Reisen gemacht, sage ich mal, hauptsächlich mit natürlichen Drogen, so im Amazonas und so. Also das, was man heute so Ayahuasca. Ayahuasca nennt, was ja Quatsch ist, weil das ist die Liane, die genau spirituell nichts bringt. So, das ist ein Mauhämmer, damit der Magen das nicht verdaut. Aber ja, wie auch immer. Und ich habe auch die Medikamente, die ich dann so geben musste, ausprobiert. Also mehr in der Psychiatrie, weil mir das irgendwie spanisch vorkam. Und ich muss sagen, nach einer Zeit, ich habe ja nie an dem Krieg gegen Drogen teilgenommen. Das war so ein Krieg wie gegen Krebs von Richard Nixon, glaube ich. Ja genau, Nixon hat den angefangen. Ich meine, klar, kein Mensch will Krebs und kein Mensch will Drogen. Nein, so ist es nicht. Die meisten Leute wollen Drogen. Die Bürger wollen halt Nikotin und Alkohol und so. Zucker. Und die, ja, alles mögliche. Säure, Fleisch. Alles, ja. Milchprodukte. Ist ja unendlich. Aber, oder andere sind fernsehsüchtig oder sonst was. Also, ich habe ja immer geschaut, was ist dahinter? Was ist so der tiefere Grund? Und da muss ich sagen, also die Drogen der Psychiatrie waren das Schlimmste, was ich je genommen habe. Die Psychedelika der Hippies eingerechnet. Das ist vergleichsweise harmlos gegen sowas wie Leponex oder Glyanimon. Das waren damals so die Neuroleptika. Da zieht es schon an den Gaumen oder gehst wie ein Zombie. Also das ist scheißlich. Erschreckend. Also daher gab es da dann schnell auch so ein Gefühl, das brauche ich auf die Dauer nicht. Und ich war in der Münchner Uni, Nervenklinik, da muss man sagen, die haben sich nur für Drogen interessiert. Hippius hieß der Chef. Und wir konnten eigentlich machen, was wir wollten, das war ganz schön. Die hatten nichts gegen Hypnoseversuche und so, solange die Drogen verfüttert wurden. Und Hippius, Benkert waren so die Drogenpäpste. Also das hatte auch eben die guten Nebenwirkungen, dass sie einem sonst nicht viel reingeredet haben. Ich war dann so bedient, dass ich erstmal ein Jahr Pause gemacht habe und bin so in der Welt rumgereist und habe mir Sabbatjahr. Ja, es war halt sehr früh sozusagen. Ja. Also nach anderthalb Jahren war schon bei mir das so voll. Und dann habe ich mir einfach andere Medizintraditionen angeschaut, also ungefähr in allen Erdteilen, bis auf die Antarktis war ich jetzt nicht. Also, und ja, habe da viele Dinge, die mich auch inspiriert haben, gelernt. Wow. Dann lernte ich Thorvald Detlefsen kennen und dann ging das mit der Schattentherapie los, die wir noch sehr verändert haben. Und dann kam ich wieder zur Medizin dadurch, dass ich merkte, hoppla, sehe gerade, habe meinen Finger eingeklemmt. Das war eigentlich auch indirekt. Also ich merkte, wenn Patienten kamen, die 7, 8 Medikamente nahmen von der Schulmedizin, und ich habe dann mit der ärztlichen Autorität, damals hatte ich noch gar keinen Doktor, muss ich ehrlicherweise sagen, das war so psychoanalytische Doktorarbeit, hatte ich abgebrochen. Erst Detlefsen hat mir dann gesagt, wir sind so exponiert bei dem, was wir tun, machen Sie bitte fertig. Wenn Sie fast fertig sind, machen Sie einfach fertig. Das müssen ja nicht eins kriegen. Hauptsache, Sie kriegen diesen deutschen Vornamen. Der, den Doktor. Den habe ich dann auch schon nachgemacht. Also ich habe dann mit der ärztlichen Autorität, wo andere verschiedene Fachärzte 7, 8 Medikamente angesetzt haben, habe ich angefangen davon 4, 5 abzusetzen und zu ersetzen auch, wo ich es wusste, naturheilkundlich, und eins auszuschleichen und ein anderes zu loben, das müssen Sie unbedingt weiternehmen, und konnte merken, wie eigentlich durch die Reduzierung von, weiß nicht, 7 Medikamenten auf 2 den Leuten es schon viel besser ging, weil da gibt es eben heute, weiß ich das, Synergien im Positiven wie im Negativen. Und diesbezüglich war das ja so ein Einstieg, Quereinstieg. Dann haben wir irgendwann gemerkt bei der Schattentherapie, dass Patienten, die verstopft waren und die in München lebten, länger gebraucht haben für ihren Prozess. Wir hatten die Psychotherapie von unendlich auf 40 Stunden runtergebrochen, so einen Mondzyklus. Und
Es klappte eben nicht bei Münchnern und bei Verstopften. Das haben so die Nachuntersuchungen da ergeben. Und das mit den Münchnern haben wir schnell gelöst. Die mussten in die Pension gehen. Wenn die immer in ihrem eigenen Feld zu Hause bleiben, dann ist die Psychotherapie so eine Sisyphusarbeit. Du rollst den Felsen da hoch und er ist noch nicht ganz oben, dann geht er wieder nach Hause, rollt den Felsen wieder runter. Also das hat sich sofort gebessert, wie die Münchner auch in Pensionen oder Hotels gingen. Und das mit der Verstopfung haben wir dann am Anfang mit natürlichen Abwehrmitteln gearbeitet. Ich persönlich habe aber schon immer regelmäßig gefastet. Dann habe ich die auch zum Fasten animiert. Und nach dem Fasten, wie ich selbst lebte, in der basischen Ernährung, das ist ja Schwerpunktthema auch bei dir. Ja. Also das hat schon eine ganze Menge gebracht. Und dann später haben dann die anderen Psychotherapeuten bei Detlefs, da waren hauptsächlich Diplompsychologen, die haben dann gebeten, dass ich ihre auch ins Fasten einweise und in diese basische Ernährung und so. Und weil sie hörten, also die Patienten haben im Warteraum alle miteinander gesessen und geredet und dann wollten die anderen das auch haben. Und dann ging das los, dass alle gefastet haben. Dann habe ich ewig dieselbe Stunde gehalten, eine Fasteneinführung. Das hat dazu geführt, dass ich dann eine lose Blattsammlung mit den wichtigsten Punkten, ich weiß nicht, 12 Klarsichthüllen, 24 Seiten, DIN A4 zum Fasten und nur die Fragen dazu dann mit denen auch einzeln beredet habe. Das hat Detlefsen wieder ästhetisch nicht gepasst. Dann habe ich bewusst Fasten, das war das erste Buch, geschrieben. Und ja, dann ging es so weiter. Es ging so Schritt für Schritt, das war jetzt eigentlich nicht so ein Einbruch, wo ich gesagt habe, okay, jetzt weg von der Schulmedizin. Auch heute noch interessiere ich mich für Forschung und lese schulmedizinische Studien und so weiter. Erwähnen die auch, die sind ja zunehmend jetzt im Sinne des Fastens von Peace Food, pflanzlich vollwertige Ernährung. Ja. Also das ist etwas Kurzzeitfasten. Da habe ich beim Kurzzeitfastenbuch, da gab es schon damals an die 300 Studien von wirklich renommierten Leuten wie Mark Metzen und so. Also der ist ja wirklich eine Koryphäe bei den neurodegenerativen Krankheitsbildern und so weiter. Also ich interessiere mich weiter für Schulmedizin und da gibt es ja auch viele Fortschritte, muss man auch sagen, aber habe den Schwerpunkt dann verschoben in die naturheilkundliche Richtung, Homöopathie auch viel, aber immer auch die Psychotherapie weitergemacht. So kam es so doch allmählich. Es war erst so, dass ich wusste, die Schulmedizin, das allein, so das will ich nicht. Das ist gut zu wissen, was es im Notfall gibt, dass man auch einen Hirntumor operieren kann, aber das überlasse ich doch gern den Spezialisten. Erst gar nicht so weit kommen lassen am besten. Aber alles hat ja seine Berechtigung. Klar, wenn ich mir einen Arm breche, logisch, weiß ich, sagst du ja auch in deiner Podcast-Folge in der einen, dass man dann einfach einen Arzt braucht, ne? Das ist ja klar. Und dann muss der repariert werden erstmal, ne? Oder den Körper unterstützen, dass er sich selber reparieren kann, selbst heilen kann, weil das kommt ja von einem innen raus. Und hast mich da auch schon sehr inspiriert auf meinem Weg, ne? Wir haben in der Ernährungsberaterausbildung auch viel von dir gelesen und gehört. Man muss auch sagen, im Reparaturbereich, ob das jetzt Zahnmedizin ist oder Gynäkologie oder gleich Chirurgie oder Orthopädie, da gibt es ja eigentlich gar keine Alternativen, weil das einfach so viel schneller geht. Ja, also ich kenne zum Beispiel eine begnadete Zahnärztin in Vorarlberg, Dr. Simmer, die kriegt Fehlstellungen im Gebiss auch ohne diese Klempnerladengeschichte hin. Ja. Ja, aber das dauert und das ist aufwendig und das kostet natürlich viel Geld. Ja. Also ich würde das immer kombinieren. Richtig ist, ein Kind muss, damit es eine geschlossene Persönlichkeit kriegt, den Mund auch zukriegen. Richtig. Das ist wichtig, dass man den Mund zukriegt und auch aufkriegt. Aber, und das kann man gut verbinden. Nur die Klempnerei, Brackets und so weiter, das wird ja auch oft nicht angenommen. Und bin ich selbst so ein Beispiel, die wollten mir da irgendwie hier also ein bisschen was verbauen. Aber das war mir, also dieses Argument, dass du später dann nicht schön bist oder so, das hat vielleicht nur bei der Schwester gewirkt, aber bei mir schon nicht. Ich habe mir das immer wieder rausgemacht. Ja. Und jetzt hat sie das auch halbwegs zurechtgewachsen. Ja, also viel, hat auch viel mit den Emotionen zu tun, logisch, weil ich beobachte das ja auch bei Menschen und wie die mit sich selber umgehen und wie dann auch oft die Zähne und so weiter sind und auch wie das mit den Organen zusammenhängt. Wir wissen ja mittlerweile so viel und das Wissen war ja auch schon lange da, ist nur verschüttet gewesen und vieles kommt einfach wieder auf, ne? Weil einfach die Zeit reif ist. Die Zeit ist reif dafür. Viele finden jetzt in diese Richtung. Das ist schön. James Nestor hat ein wunderbares Buch über die ganze Mundgeschichte, die Zähne, den Atem. Spannend. Das heißt es.
kann ich sehr empfehlen. Und vieles, was ich schon auch vor langer Zeit geschrieben habe, wie jetzt die Säulen der Gesundheit, eben mindestens 20 Jahre alt, ist inzwischen ja auch Stand des Wissens und wird ja auch sogar bis zur Schulmedizin hin akzeptiert. Also Fasten ist in der US-Schulmedizin inzwischen eine gängige Begleitmaßnahme zur Krebsbehandlung bei Chemotherapie, muss man sich ja mal vorstellen. Immens. Also Walter Longo, der ist UCLA, University of California, Los Angeles, das ist so eine renommierte Universität. Bei denen ist es ja wichtig, wo, an welcher Uni du bist. Naja, der hat heute bewiesen, was die alten Fastenpäpste immer so, ja, gefühlsmäßig gesagt haben. Beim Fasten gehen die kaputten Zellen, die Beschädigten zugrunde, also die Apoptose, Zellselbstmord wird gefördert und die gesunden Zellen werden gestärkt. Jetzt, wenn man sich die Studien von Walter Longo anschaut, der beweist das jetzt. Ja, also wirklich Fakten. auch in dem Sinne, wie Schulmedizin Beweise haben will, mit Tieren und also Mäusen und. Also diesbezüglich ist hier unheimlich viel geschehen. Der Japaner, wie heißt er nochmal, Oshinuri oder so ähnlich, Oshuri, der hat ja einen Nobelpreis gekriegt vor, glaube 2016, für die ja, Untersuchung des Fastens. Er nennt es dann Autophagie. Ich meine, so sind ja Schulmediziner und Forscher schnell, wenn die etwas Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte oder Jahrtausende verschlafen haben. Wenn sie es dann selbst draufkommen, dann nennen sie es immer sehr geschwollen und tun so, als hätten sie es nicht entdeckt. Ja, Autophagie heißt Selbstfressen, Automobil selbst fahren, Phagein, griechisch essen, also sich selbst aufessen. So kann man Fasten, wenn man es gern geschwollen hat, auch nennen. Ja? Also der hat natürlich für die Untersuchung der Autophagie diesen Nobelpreis bekommen. Also das, wenn man sich das vor 30, 40 Jahren gedacht hätte, dass man mal einen Nobelpreis verleiht für jemanden, der das Fasten untersucht hat. Und das ist in anderen Bereichen auch so, die haben den Darm verschlafen über Jahrzehnte. Ja, dann hat die Julia Enders dieses Darm mit Charme Da mit geschrieben. Charme, ja, sehr schön. Dann Habe ich war mir. ein Feld da. Fand ich Und klasse. seitdem hat die Schulmedizin überhaupt erst angefangen, sich zu interessieren. Jetzt Ja. nennen sie die Darmflora halt Mikrobiom. Wie Ja, peinlich. ja. Aber Gott sei Dank haben sie es entdeckt. Aber immerhin, ja, wird das Thema immer beleuchtet und es sprechen immer mehr Menschen drüber und immer mehr können es auch annehmen. Und auch Männer kommen in den Genuss, sich mit Gesundheit zu beschäftigen, immer mehr, weil zunehmend immer noch Frauen, klar, das hat auch seinen Hintergrund, klar, weil im Schnitt sind es mehr die Frauen, die dann auf Gesundheit achten. Aber es kommen mehr Männer. Also ich Schon treffe auch beruhigt, immer mehr. aber bei uns wären es wirklich auch zunehmend mehr. Wollte ich dich auch fragen, genau wie es bei deinen Fastenkursen ist, sind da viele Männer dabei? Wie ist die prozentuale Verteilung? So 60, 40 vielleicht? Ja, wir haben verschiedene Fastenkurse. Ja, alles So, Mögliche. dieser Einstiegskurs, Fasten, Körpertempel der Seele oder Fasten und Yoga, Fasten wandern, Er ist riesig. gilt, was du sagst. Das ist immer noch überwiegend Frauen. Ja, Und denke ich. Fasten und Yoga würde ich sagen 70-30. Toll, toll, ist aber schon ein Aber guter Schnitt. Fasten wandern ist schon eher 60-40. Das Wandern des Und dann Männers. gibt es Fasten, Schweigen, Meditieren. Das ist so an die Zen-Tradition angelehnt. Kein Kurs zum Einstieg für mein Gefühl. Aber da sind ganz, ganz viele selbstständige Männer dabei. Da haben wir manchmal mehr Männer als Frauen, die so kein Problem haben, mal 9 Tage zu schweigen. Wow. Die leiten eine Kanzlei oder eine Praxis Respekt. oder eine Firma. Und diese Leute, das ist ja in Japan auch Tradition, die gehen ja auch gerne mal ins Zen-Kloster, weil die Konzentration zunimmt und so weiter. Also ansonsten muss ich sagen, gibt es natürlich auch ein paar Kurse. Ich habe also fast 30 Jahre Psychosomatik für Zahnärzte gegeben in der Schweiz. Und da war immer ein Überhang von Männern. Also das ist natürlich im ärztlichen Bereich, wenn ich da irgendwelche Fortbildungen mache, schnell noch so, dass auch Männer, beim Chirurgen oder so, ist ganz klar, überwiegend Männer. Wie in der Aber Küche. sonst in der ganzen Szene, also bei uns, wir haben auch eine Ernährungsberaterausbildung, Peace Food, da gehören ja auch 3 Kochkurse dazu. Also da, das ist Es so eine fehlt. Lehrküche mit 12 Plätzen. Das ist spitze. Da siehst du maximal 2 Männer unter den 12. Aber das wächst. Das Ja. war, ich habe Männerkochkurse gegeben, auch zu Beginn.
Und dann am Anfang waren es ein Mann, dann zwei, dann fünf und nach, ich hab halt immer wieder weitergemacht. Jedes Jahr ist einer dazugekommen, so ungefähr. Und am Schluss waren es halt 8 Männer und das ist schon eine tolle Entwicklung einfach, ne? Auch zu sehen, dass man fleischlos, deftig, lecker hieß das Ganze, dann richtig würzig halt gemacht und denen sind fast die Augen rausgefallen, weil die gar nicht geglaubt haben, dass man pflanzlich so deftig essen kann und nur mit Gemüse halt. Und mich begeistert es ja auch jedes Mal immer wieder aufs Neue. Ich freue mich immer wieder. Kleiner Schneekönig. Da sind wir ja Bei auch uns schon. ganz genauso, muss ich sagen. Ne? Also Ja. bei den Theoriekursen zur Ernährung, da ist das Verhältnis sicher auch 60-40 oder so. Toll. Aber wenn es dann ans praktische Kochen geht, da fallen die Männer dramatisch ab. Muss ja auch nicht Obwohl sein, jeder hat ja die seins. es gemacht haben, sind dann doch so begeistert. Wir haben da auch so eine begnadete Köchin, die Theresa Mutz, Hab schon und nachgeschaut, sehr schön. zaubert wirklich. Toll. Und da ist dann auch so, dass wenn Männer kommen, gibt es manchmal jetzt eben zunehmend, die schicken dann immer danach ihre Frauen. Kannst Das du dir ist klar, die sollen dann das für sie zubereiten. vorstellen? Wir sind ja schon in allen Themen drin von den Säulen der Gesundheit. Damit wir den Rahmen, dass ich den Namen Rahmen nochmal ein bisschen umreißen kann. Wir haben ja die verschiedenen Säulen in unserem Leben, die Gesundheit begünstigen oder auch ja, leben lassen für uns. Kannst du uns mal so sagen, welche Säulen der Gesundheit für dich die wichtigsten sind? Wir haben ja schon ein paar angesprochen jetzt und wir machen das spielerisch und fließend. Also es kommt ganz darauf an, was du willst. Wenn es jetzt zum Beispiel um Abnehmen geht, dann ist ganz, ganz wichtig die Ernährung an erster Stelle. Wenn es aber um Zunehmen geht, zum Beispiel, dann Spannend. ist ganz entschieden Bewegung an erster Stelle, Muskelaufbau. Ja, also mit Muskelaufbau kannst du natürlich jedes Gewicht kriegen. Man muss jetzt sagen, wenn du einfach, dass die Mehrheit will ja immer noch abnehmen, die schaffen über Bewegung es nicht mehrheitlich. Da gibt es auch Studien dazu. Aber wenn du mit über Ernährung kommst Geht und schnell. nimmst die Bewegung dazu, dann ist es beides zusammen mehr als die Ernährung allein. Und das hängt wieder davon ab, sozusagen von deinem Motivationskonto. Wie gefüllt ist dein Motivationskonto? Ja, also es muss einfach die Motivation höher sein als das Niveau der Ausreden. Ja. Sonst passiert einfach nichts. Schön. Und wenn du dann die Motivation anschaust und du hast nicht so viel Motivation, dann ist es besser, du machst konsequent die Ernährung, als dass du schon zu viel Motivation für die Bewegung verbrauchst, dann schädigt es das. Wenn du allerdings sehr gerne läufst oder sowas, dann musst du ja nicht von dem Motivationskonto was wegnehmen. Dann machst du das für deinen Spaß. Also von daher hängt es sehr davon ab, was du willst. Wenn Sich du selbst kennen. auf die Uhr zählst zum Beispiel, ist die Bewegung wichtiger, weil über Muskelaufbau kannst du natürlich vor allen Dingen als Mann relativ leicht deine Figur bestimmen. Ja, also wenn du ja Deltoideus trainierst, kriegst du mehr Kreuz. Wenn du Pectoralis, dann breiteren Brustkorb, hier Bizeps. Das sind ja bekannte Dinge. Oder Rectus hier, wenn du den Bauch straff haben willst. Bei Frauen ist es nicht ganz so einfach, weil die wollen ja keine breiten Schultern, so eine Cornetto-Figur. Also die müssten dann Straffung. Bewegung sehr gezielt einsetzen. Ne? Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Also ich meine, Kim Kardashian hat sich jetzt ihren Po aufpolstern lassen. Wer's mag? Jennifer Lopez hatte das von Haus aus. Ja, J-Lo. jeder ist anders. Jeder ist anders. Wobei ich glaube, dass man den Bobsch, wie wir in Österreich sagen, besser durch Training aufgepolstert kriegst, als ich weiß ja nicht, wo sie das Gewebe hergenommen haben bei Kim Kardashian. Also Fettgewebe, Silikon ich meine, das vielleicht. Hirn besteht hauptsächlich aus Fett, muss man sagen. Ja, da ist was weggenommen worden vielleicht. Das Weiß glaube man ich nicht. nicht. Aber ich meine, wo nimmt das Gewebe her, Fett Bobsch? Ich weiß es nicht. Also vielleicht sind es ja Implantate. Silikon Ich weiß könnte gar nicht, ob sein, es ja. stimmt. Ich habe das mal gelesen. Die hat ja so unglaublichen Einfluss und ich habe mal versucht herauszufinden, woran liegt es. Bei J-Lo ist es relativ klar. Ne? Ja, Natur. Die Natur, und die kann auch relativ viel. Ne? Das ist ja Ja, dies Schauspielerin, Tänzerin. Und schon, ja. bei Frau Kardashian habe ich das nicht rausgefunden, da war irgendwie auf einen Pornofilm gestoßen. Das kann es ja nicht sein, da wäre viel berühmt. Und dass die Kamera bei ihr zu Hause stand, da konnte man immer schauen, was da rauskommt. Habe ich jetzt auch nicht so ganz nachvollzogen. Da bin ich drauf gestoßen, dass sie eben diese Pobacken aufgepolstert hat. Aber ob das dann stimmt, weiß ich nicht. Na jedenfalls, du kannst natürlich auf dem Stepper deine Pobacken trainieren.
Du kannst es auch einfach beim Treppensteigen machen und nicht mehr Lift fahren. Und wenn du sowas Genau. machst, dann nimmst du auch nichts vom Motivationskonto Ernährung weg. Wenn du nämlich ins Richtig. Fitnessstudio gehst und schindest dich eine Stunde und hast überhaupt keine Lust und da stinkt es nach Männerschweiß und so, dann brauchst du viel Motivation. Dann ist es, die muss ja irgendwo herkommen und fehlt woanders vielleicht. Wenn du allerdings nur in Zukunft den Lift nicht mehr benutzt, in Deutschland geht es ja, in den USA wäre das fatal, aber Ja. dann wirst du über ein Jahr hin doch Muskeln aufbauen und Gewicht abnehmen. Und das ist ja was ganz Tolles, ist auch beim Fastenwandern so, ne? Da tust du einerseits ja trainieren in einer wunderschönen Landschaft und dann kriegst du so viel Synergien. Fasten wirkt, Bewegung wirkt und dann gehst du noch im Wald, hast du noch Waldbaden dazu und dann kannst du noch barfuß gehen, kriegst deine Antioxidantien von Mutter Erde gratis und besser. Und dann kannst du auf dem Weg noch stellenweise, gibt es immer so Gruppen bei uns, die singen dann auch gern. Also kriegst du viele Synergien zusammen und dann kriegt es natürlich schnell auch so Erfolg. Ja, wenn du dann noch, also noch Yoga dazu nimmst, Fasten, Wandern, Yoga, bei uns auch Perfekt. so ein Renner, dann wirst du natürlich auch geschmeidiger und so in meinem Alter, ich bin jetzt 71, da bist du ja, also der Bizeps, ich meine, die Akquisitionsphase hast du meistens hinter dir. Das wirst du ja gar nicht. Aber geschmeidig bleiben, wie Genau. das im Yoga passiert, ne? Das ist so eine Qualität. Ja gut, wollte dir nicht erklären, aber den Zuschauern, basische Ernährung macht dich auch geschmeidiger, weicher, fließender. Ist halt sowas sehr Weibliches, ne? Die Basen, die nehmen die Protonen auf und die Säuren, die schießen die ab. Also kann man sagen, Yin und Yang, Basen und Säuren ist dann Yin und Yang sozusagen. Kann man das so einteilen, ne? Die Basen sind weiblich, also vom Ja. weiblichen Prinzip her so. Eben das OH-Ion holt Mir noch sich gar ein nicht Gedanken A-Plus. gemacht. Das ist empfänglich. Ja, das ist spannend. Die ist ja auch mächtig, die Base, ne? Kannst du Schränke mit ablaugen und Ja, so. kann auch zu viel sein, ne? Also in der Ernährung selten, aber Nein, so. das auch nicht. Da sind wir ordentlich übersäuert, die Ja, Mehrzahl. Ne? die Mehrzahl der Menschen, ja. Ja, schön, da haben wir ja schon zwei Säulen. Bewegung haben wir auf jeden Fall und Ernährung. Also die Ja. zwei sind schon mal ganz, ganz wichtig. Und ich bin auch der Meinung, Ernährung ist ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber das war für mich jetzt auch spannend, wenn jemand zunehmen will, dass er dann mit der Ernährung gar nicht so viel machen kann. Ich habe nämlich zunehmend mehr Anfragen von Menschen, die sagen, sie wollen zunehmen. Das hat mich sehr überrascht, aber es gibt es wirklich, die einfach einen zu guten Stoffwechsel haben wahrscheinlich und dadurch gar keine Kalorien anhäufen können. Also so war jetzt erstmal die erste Theorie von den Menschen. Naja, da ist viel, also bei uns ist es nicht mehr überraschend. Ich habe das seit langer Zeit. Leute, die zunehmen wollen. Ja. Also das liegt natürlich auch an dieser Ernährungsumstellung. Seit das Peace Food, pflanzlich vollwertig, so ein Feld hat und mit pflanzlich vollwertiger Ernährung, ideal, wenn du zu deinem Individualgewicht abnehmen willst, aber zum Zunehmen nicht so einfach. Also da musst du schon dir gut überlegen. Kannst auch ein paar Sachen über Ernährung natürlich machen, ne? So wie schlank im Schlaf gab es nur so einen GU-Ratgeber. Also der ganze Witz von dem ist, dass du abends keine Kohlenhydrate mehr isst, weil wenn du Kohlenhydrate isst, dann stoppt sofort die Fettverbrennung. Also das sollst du nicht, wenn du abnehmen willst. Aber wenn du zunehmen willst, dann ist natürlich der Rat umgekehrt prima. Du isst abends richtig Kohlenhydrate, natürlich keine raffinierten, nur komplexe Gute. und gute, ja. Und dann hört sofort die Fettverbrennung auf. Und wenn du zunehmen willst, soll die aufhören. Dann kannst du auch nachts sozusagen dein Fett abbekommen und behalten. Also da gibt es ein paar Dinge. Aber ich glaube, das Grundthema ist immer aus meiner Sicht das Seelische. Ne? Also die schlanke Ranke, die zu dünn ist, die sollte sich, ja genau, die sollte sich schön aus meiner Sicht auf der anderen Ebene, der geistig-seelischen Ebene, diese Themen zu Gemüte führen. Die schlanke Ranke ist ja ehrgeizig, die will ganz hoch. Das sollte sie auch. Aber im übertragenen Sinn. Und zwar mit der Devise weniger ist mehr, also konzentrierter auf das Wesentliche. Also zu Deutsch gesagt, nicht 17 und 4 Sachen machen, sondern eine richtig. Da richtig nach oben kommen. Dann würde sie sozusagen Ehrgeiz auf der richtigen Ebene nach oben kommen. Im übertragenen Sinn und konzentriert, dann wäre das am besten erlöst. Und dann müsstest du natürlich, wenn du zunehmen willst, nicht Ausdauertraining machen im Sauerstoffgleichgewicht, was zehrend ist,
sondern du müsstest dann Muskelaufbau machen. Krafttraining, ja. Krafttraining, wenn du ins Kraftraum gehst, baust Muskeln auf, das wiegt natürlich Muskulatur. Ja. Eben wie gesagt, nur Vorsicht bei den Frauen, wenn die Ashtanga-Yoga oder irgend so ein, ja, von einem Maharaja für seine Elite-Kampftruppe entwickeltes Krafttraining letztlich. Der hat das seit Yoga gelernt aus dem Osten. Aber da habe ich ja so viele Frauen erlebt, die wirklich nachhaltig in dem Sinne, weil sie es kaum noch korrigieren können, ihre Figur versauen. In Richtung Männlichkeit. Und also muss man natürlich immer gut aufpassen und auch schon wissen, wie. Aber das wäre da viel hilfreicher, viel wichtiger. Aber eine weitere Säule wäre zum Beispiel Entspannung auch, ne? Die kannst du aufteilen in Schlaf und Meditation und so viel, viele Dinge. Du kannst ja nicht nur über Ernährung ins Basische gehen, das ist die pflanzliche Ernährung, sondern du kannst natürlich jetzt auch über den Atem dahin gehen, ne? Der Ausatem bringt dich ins Loslassen. Denk mal, Ausatemseufzer. Der Einatem vor der Prüfung. Und dann hast du hinter dir, wie auch immer, aber. Und wenn du dann den Ausatem so verlängerst, dann führt das automatisch in den weiblichen Pol. Dann wird die Stoffwechselsituation parasympathisch und damit auch basischer das Ganze. Ja, nach einer Sitzung mit dem verbundenen Atem, das wäre auch noch so ein Schwerpunkt meiner Arbeit, da bist du sowas von entsäuert, weil du die ganze Zeit CO2 abbläst, viel mehr als sonst. CO2 plus H2O ist H2CO3, Kohlensäure. Also du atmest Säure ab, noch und noch, und danach bist du wirklich sehr, sehr weit im Basischen. Wobei der springende Punkt beim verbundenen Atem ist natürlich spirituell, aber hat auch Auswirkungen auf die Körperlichkeit. Das ist genial. Was ich total liebe, ist die Pause zwischen den Atemzügen und sich darauf zu konzentrieren. Das machst du sicherlich auch in den Kursen, solche Sachen und noch mehr. Also ich werde auf jeden Fall eines Tages mal nach Tamanga kommen. Alexandra hat uns ja zusammengebracht. Erstmal danke, Alexandra, dafür. Und ja, die Verbindung sollte jetzt so kommen. Das ist schön. Auch Ja. da sind wir schon bei der neuen Säule. Beziehung und so weiter, ne? Partnerschaft, wenn es gerade passt. Oder wolltest du noch was anfügen? Da kann man viel anführen. Ne? Das Ja, meine, wir könnten jetzt tagelang sprechen. ist das Fasten. Aber Beziehung ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich unglücklich zu machen. Das machen ja die meisten. Aber auch sich glücklich zu machen. Und zwar nicht so nach dem bürgerlichen Modell. Halbes Jahr, ein Jahr, himmelhoch jauchzend verliebt und dann Elend. Das ist ja ein blödes Muster, wenn man es mal genau überlegt. Ne? Die bürgerliche Welt hat ja dieses Muster. Am Anfang die Verliebtheit, da ist der Himmel auf Erden. Ja. Dann bleiben sie aber die nächsten 30 Jahre, wo es nicht mehr himmlisch ist. Bei vielen. Also ich mache ja, seit ich eben 43 Jahre Arzt bin, auch immer Beziehungsberatung. Bei der Psychotherapie ist das immer Teil. Spielt immer mit rein, ne? Ja. Bei der Ernährung, ich meine, das ist alleine jetzt zum Beispiel vegan anfangen zu leben, weil du Prostatakrebs hast, das schafft ja kein Mann. Da musst du immer sie mit einbeziehen und wenn sie sagt, und das sagen fast alle Frauen, Egon, ich mach mit, Fritz, ich mach mit. Das Umgekehrte übrigens nicht, bei Brustkrebs steigen die meisten Männer Selten. deswegen nicht auf. Und dann werden es die Frauen Weil alleine hinkriegen müssen, sozusagen oft, ne? schaffen sie auch öfter alleine Ja, als Männer. weil sie vom Prinzip her das stärkere, also oft das stärkere Geschlecht sind, aus meiner Sicht. In manchen Situationen dann, ne? Weil sie einfach das zu Hause im Griff haben müssen, sage ich mal, von der Natur aus. Ja, werden ja auch durchschnittlich 6, 7 Jahre älter. Das kommt ja nicht, weil sie weniger arbeiten. Das ist ja wohl die schwachsinnigste Erklärung, die ich Ja, gegeben allerdings. habe. Also das gilt vielleicht für die Frau von dem Soziologieprofessor, der den Quatsch geschrieben hat. Das kann sein. Aber im Arbeiterbereich, im bäuerlichen Bereich, auch meistens im Angestelltenbereich haben die Frauen alle viel, also die haben ja jede Menge Aufgaben sozusagen. Ne? Ja, definitiv. Und Hintergrundarbeit auch, ne, die man gar gar nicht nicht so fehlt in kriegt. dieser Gesellschaft, ne? Also Kinder versorgen und so weiter, Privatsekretärin, Einkäuferin, Köchin, Wäscherin. Viele Das sind Rollen. lauter so Nebenjobs, keine Anerkennung, kein Geld bringen. Also das ist ja wirklich absurd. Mutter ist schon Vollzeitjob. Dann auch, das geht natürlich ein bisschen in die Medizin, das schwache Bindegewebe, bitte, mit dem wirst du eben 6, 7 Jahre älter, soll das schwach sein? Offensichtlich nicht. Ja, Also spannend. empfindsamer halt, ne? Ja, Frau hat feinfühliger. schneller einen blauen Fleck und trägt dann auch lang daran und hat mehr Nachtragendes. Ne? Also Ja, selbst definitiv. du hast vor 17 Jahren meinen Geburtstag vergessen und dann vor 12 Jahren schon wieder den Hochzeitstag. Das sind ja weibliche Vorwürfe. Männer
sind ja da, wie soll man sagen, schmerzfrei im Ja, Vergessen. gewissermaßen. Wir haben andere Schmerzpunkte, ne? Und aber das ist ja so ein Thema, was mich total begeistert und beschäftigt, ist die Weiblichkeit in der Gesellschaft. Da hat die Kebikus, die Comedian, hat ein ganz tolles Hörbuch rausgebracht, fand ich. Falls du es noch nicht gehört hast, kannst du dir mal anhören. Eine Königin für einen Tag oder so. Und da geht es um die Weiblichkeit auch in der Gesellschaft und wie das gesehen wird. Finde ich sehr spannend, für alle Männer auch interessant anzuhören, finde ich. Schick mir mal einen Link, Ja, Mail. unbedingt. Also fand ich total gut und ich gebe es auch sehr gerne weiter, weil ich einfach auch weiterhelfen möchte, wenn jemand festhängt irgendwo, dann gibt es ja eine Lösung, aber ob derjenige dann bereit ist oder so, das muss er dann selber entscheiden. Aber keine Info ohne Interesse habe ich mir auch angewöhnt und meistens klappt es. Aber Aber es ist das ja ist sehr letztlich spannend. auch einfach, wenn man es so anschaut, ne? Schon im Volksmund bekannt. Die Jungianer haben das schon analysiert mit den Beziehungen. Alexander Craig Guggenbühl, der hat schon geschrieben, es gibt Beziehungen zum Heil und Beziehungen zum Wohl. Der Volksmund kennt es auch, gibt den Spruch, Gegensätze ziehen sich an, das wäre die Beziehung zum Heil. Und dann gleich und gleich gesellt sich gern, das ist die Beziehung zum Wohl, hast du wieder die Polarität da drin. Und das Dumme ist, Beziehung zum Heil, da fühlen sie sich nicht wohl, Beziehung zum Wohl, da ist kein Heil zu erreichen. Also braucht man eine gute Mischung von Yin und Yang jeweils. Und die muss auch individuell sein, Aber Beziehung möglicherweise. ist sowas entscheidend Wichtiges. Ich habe das im Berufsleben auch immer wieder festgestellt. Für jeden Unternehmer, für jeden Selbstständigen, für jeden, der angestellt ist, egal für wen. Erst muss die Beziehungsebene stimmen, sonst kann ich ja nicht die Sachebene auch nicht rüberbringen. Sonst kann ich ja gar nicht miteinander. Und viel, wir haben es vorhin erst gehabt, Marina, meine Frau, bin schon seit über 20 Jahren mit ihr zusammen, zum Glück. Hat die Gastronomie überlebt, zum Glück. Wir haben es vorhin erst darüber gehabt, sie ist Lehrerin in der Waldorfschule und sie hat erzählt, wir sind da wirklich die Ausnahme, dass wir als Paar noch zusammen sind. Ne? Also wenn die Kinder erzählen, ne, da ist fast niemand mehr zusammen und ich war Weihnachten bei Papa und dann bei Mama am nächsten Tag. Also das ist ja schon selten, das ist schon krass, aber dann haben wir auch mal festgestellt, dann haben sich welche getrennt und dann haargenau den gleichen Partnertyp wieder. Und dann war die vor der Tür gestanden. Ich habe gefragt, hä, ich habe gedacht, der hat sich getrennt. War es der gleiche Typ so. Vom Aussehen, von der Art. Also, und dann, wir wissen ja das Thema dahinter, weil wir uns damit viel beschäftigen. Aber die wichtigste Beziehung ist zu wem? Ich weiß es ja. Zu dir selbst erstmal und Genau, und dann zur Partnerin oder Partner. das Das ist ja ist das schon so, Schöne. aber du hast ja schon anklingen lassen, die Beziehung zum Chef ist schon auch wichtig oder zur Sehr, Chefin. ja, Also ich habe yes. ja dieses Tamangada seit ich ja, über 10 Jahren, 12 oder so. Schön, ja. Ja, relativ. Ich Also. weiß, es ist viel Hintergrund. Also, das sehen die Menschen ja so nicht. Wenn du Unternehmer bist selber, dann weißt du, wie viel da im Hintergrund abläuft, bis sowas erstmal steht. Und dann am Laufen halten ist ja das Nächste, was wirklich Herausforderungen bringt tagtäglich, ne? Und Mitarbeiterführung ja auch noch. Und ei, ei, Das ist ein entscheidender Punkt. Jetzt haben meine Partnerin, ei. die hat das jetzt wirklich gut hingekriegt und dann Toll. geht es da mal gar auf. Aber das ist sehr viel Beziehungsarbeit auch. Ja. Und das haben wir am Anfang immer wirklich auch versäumt. Und dann geht es eben auch nicht. Ne? Also das ist wirklich so eine Geschichte, die man sich klar machen muss. Also die oft schief läuft. Ich habe auch früher mal Firmentrainings gemacht, eine Zeit lang. Da konntest du das auch wirklich sehen, dass oft gar nicht durchschaut wird, was da eigentlich los ist. Aber ja, Beziehung ist überall ein ganz wichtiges Thema. Also keine Frage, wenn du es weiterfassen willst, sind wir jetzt schon so im Übergang in den seelischen Bereich. Du musst aus meiner Sicht auch die Spielregeln des Lebens kennen. Ja, so Definitiv. eben Polaritätsgesetz, Resonanzgesetz, Gesetz des Anfangs. Weil wenn du das durch Versuch und Irrtum lernst, dann hast du so viel Leerlauf und ja. Leidensweg auch lang dann, wenn man es Das ist nicht auch versteht. wahrscheinlich euer Geheimnis, wenn sie auch Waldorflehrerin ist. Steiner ist ja den Lebensprinzipien sehr nahe und auch diesen Spielregeln. Und sie Und, lebt das. Das ist ja. mein Glück. Ich habe da viel gelernt von ihr. Bin da sehr dankbar für. Genau, und dann geht sowas auch. Also ich war mit meiner ersten Frau auch 25 Jahre verheiratet und jetzt sind wir immer noch sehr befreundet, machen Schön. immer noch Bücher zusammen und Seminare und so. Und das war auch eine ganz, ganz kurze, friedliche Scheidung mit irgendwie Offenheit und Großzügigkeit, hat Schön, sogar wenn es so die ist. Richterin gestaunt. Ich hatte ihr gleich gesagt, das dauert nur 10 Minuten, und dann war es nach 5 fertig. Und sie hatte aber trotzdem sich eine halbe Stunde Zeit genommen, weil sie dachte, naja, da haben wir noch eine Zeit lang geredet danach. Wahnsinn. Also das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich habe es auch anders erlebt dann schon, aber
im Endeffekt ganz entscheidender Punkt. Und wenn du die Philosophie gemeinsam hast, oder wenn du mal die Spielregeln gemeinsam teilst, wenn das nicht der Fall ist, wenn du Polarität überhaupt nicht verstanden hast, dann geht's nicht. Einer fängt an, es zu verstehen. Ja, dann auch nicht mehr miteinander. Ich bin mitgewachsen, muss ich sagen, und auch durch Schicksalsschläge. Ich habe mit 28 schon Krebs gehabt, ich weiß nicht, ob du schon weißt. Und darauf ist ja mein ganzes Leben durcheinander gerüttelt worden. Und dadurch bin ich ja in das gekommen, wo ich jetzt bin und kann so vielen Menschen auch da weiterhelfen. Und das war mein Weg und ich bin dankbar dafür. Und dadurch bin ich natürlich auch gewachsen, aber sie ist an meiner Seite geblieben und wir haben dann zusammen eine schwierige Zeit durchlebt, wie es halt viele auch kennen, die jetzt vielleicht zuhören oder zuschauen. Und das soll ja auch ein Ermutigen sein, auch nicht aufzugeben in schwierigen Lagen. Ich war da und das ist das Schöne, dass ich das jetzt so schön teilen kann. Und dementsprechend hat jeder seine Erfahrungen gemacht, ne? Du auch ganz viele mit Sicherheit. Und ja, ist ja auch schön. Die alte Geschichte. So haben das die Schamanen gemacht. Ja. Deren Wissen ist ja auch über Jahrhunderte, Jahrtausende vergessen, also ignoriert worden. Jetzt hat es dann Psychoneuroimmunologie. Ja. Das ist das, was Schamanen schon immer gemacht haben. Ich bin trotzdem froh, dass es das gibt, dass jemand wie Christian Schubert gibt, Professor, Doktor an der Innsbrucker Universität, der sich so mutig jetzt zu unseren Grundthemen der Psychosomatik stellt in den letzten Jahren. Also finde ich wunderbar. Aber im Endeffekt ist es letztlich eine alte Geschichte und die Psyche, das Nervensystem und die Immunologie und so, das gehört ja schon letztlich auch alles zusammen. Und wenn du die Regeln kennst, dann machst du halt weniger Fehler. Wobei Fehler sind ja nur zeigen, was Fehlendes, wenn du sie so begreifst. Ja, also diese Regeln, die sind ja eigentlich leicht zu durchschauen. Ja, Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung. Und wenn du nicht in der Täuschung hängen bleiben willst, bist du eigentlich froh über jede Enttäuschung, weil sie beendet eine Täuschung. Und die Inder sagen, die beiden Täuscher, Raum und Zeit, müssen durchschaut werden. Wir müssen raus aus der Welt der Täuschungen. Wenn du das zu zweit angehst, das ist natürlich wirklich auch leichter. Und also du bist so hinterhergekommen. Das war bei mir phasenweise auch so in Bereichen der Urprinzipien, der Lebensprinzipien bei meiner ersten Frau. Sonst war ich öfter in der anderen Rolle. Die ist auch nicht besonders witzig, weil in der Beziehung willst du ja nicht eine Lehrer-Schüler-Situation haben. Nee. Unerträglich. Also, ist auch viel dran zu lernen. Und wenn man die Spielregeln gut drauf hat, sehr, sehr hilfreich. Ja. Also Beziehung ist auch nicht immer einfach. Es war nicht immer leicht. Ne? Manche haben halt das Glück, so wie ich, dass ich eine Frau gefunden habe, die sehr viel verzeiht auch. Ne? Und dann funktioniert es. Weil wenn jemand jetzt sagt, nee, ich will nicht verzeihen, ich rück nicht von meinem Standpunkt ab, dann funktioniert es auch nicht. Ne? Aber der Plan ist halt so gewesen und wenn man zusammen wächst, ist ja das Schönste, was es gibt. Es kann ja auch was auseinandergehen, aber wenn, dann sollte man daraus lernen, denke ich. Also das Leben ist ja zum Lernen da, Trial and Error. Und wenn man das, in der Schule lernt man es ja leider nicht, dass Fehler gut sind. Wenn man danach erkennt, dieses Muster und die Ursache ergründet und daraus dann wächst, ne? Das ist ja... Ja, ist ja auch bei ganz vielen Sachen so. Ich meine... Das, was du hast, praktisch eine Einweihungskrankheit bekommen, wenn man so will. Deswegen hatte ich mit den Schamanen angefangen. Ja. Bei den Schamanen ist es zwingend, dass du, wenn du jemanden durch das Land von Krankheit begleiten willst, dass du schon mal dort warst. Mhm. Ja, wenn du jetzt eine Ägyptenreise machst mit deiner Liebsten, und dann willst du auch, dass der Fremdenführer schon vorher mal in Ägypten war und nicht nur den Reiseführer vor dir gelesen hat. Du sagst es. Also insofern ist natürlich eine Krankheit auch ein Geschenk. So Geschenk. Und Schamanen können gar nicht Schamane werden, wenn sie nicht eine Einweihungskrankheit hatten. Ja. Da gibt es wirklich Kulturen, da dürfen sie nur arbeiten in dem Bereich, wo sie schon krank waren. Mhm. Also man kann das immer so und so sehen. Und ich glaube, es ist auch die Chance, zum Beispiel in diesem Arztberuf, da haben ja so viele so eine Tendenz zum Hypochonder. Mhm. Also da ist ja die Motivation, Arzt zu werden, Angst vor Krankheit. Und wenn du dann da durchgehst, wären das richtig gute Ärzte. Wenn du nicht durchgehst, weil du nicht entsprechend gefordert und gefördert wirst, bleibst du Mediziner. Und schlimmstenfalls aus denen rekrutieren sich dann auch die Mediziniker, die das dann wegen Geld machen oder sonst was. Also wir haben ja immer diese Wahl in der Polarität. Ne?
Ja, jeder entscheidet. Das ist genauso. Und das Interessante ist ja, ich war ja auch mal nach meiner Krebserkrankung emotional sehr unten und war auch beim Arzt und der hat auch gemeint, ich muss meine Medikamente, habe Psychopharmaka, ich weiß gar nicht mehr, welche das waren. Er hat gesagt, das muss ich mein Leben lang nehmen. Und irgendwann kam dann so der Gedanke, nein, das kann nicht richtig sein. Und dann habe ich das sehr viel verändert und ich habe es nicht mehr gebraucht, habe mich besser denn je gefühlt. Und viele bräuchten es dann vielleicht, würden es selber nie nehmen. Na, das ist ja das. Aber das Thema hat man am Anfang schon, da hast du schon einen Exkurs, einen kurzen gegeben. Da könnte man ewig drüber sprechen, natürlich. Aber Ja, das du sind so. kannst ja auch, ich meine, wahrscheinlich bist du auch zur basischen Ernährung so Genau, gekommen. definitiv, das war mein Weg. Jetzt stell dir mal vor, jetzt würden die Mehrheit der Menschen würden das jetzt vorbeugend machen. Ja, genial. Natürlich ist es immer das Beste präventiv. Würden wir natürlich ganz anders leben. Also habe ich mal Krankheit als Symbol gedacht. Da habe ich Richtig. ja, da habe gerade neu überarbeitet nochmal, kommt jetzt gerade neu raus, Ende November, Ach. Ende dieses Monats. Toll. Jetzt sind es 1000 Seiten. Und Ja. ungefähr alle Krankheitsbilder, die du dir vorstellen kannst, tausende von Symptomen. Und mein Gedanke war ja, wenn das die Gesunden jetzt lesen würden, zum Beispiel Krebs, und sehen, ob sie genauso ein Muster haben, würden sie ja jetzt schon umstellen. Wäre der perfekte Weg, ne? Der idealste Fall. Nämlich ihr Leben zu wagen und nicht irgendwelche fremde Tugend oder so. Und das Gleiche wäre bei der Ernährung. Also ich bin völlig sicher, da gibt es ja sogar so ein wunderbares Beispiel dafür. Dänemark, die haben vor über 100 Jahren wegen einer Kriegsblockade, haben die Ernährung auf pflanzlich umgestellt. Ja, mit der klassischen Mindfood-Situation, Nudging, also das Gute leicht machen. Die haben einfach die Preise für Gemüse runtergesetzt und für Tierprotein hoch und haben keine Hungersnot gehabt, 1917. Und 1918 kam die spanische Grippe mit Millionen Toten weltweit. Dänemark, das einzige Land in Europa, wahrscheinlich weltweit, ohne eine erhöhte Sterblichkeit. Weil ein Arzt, Dr. Mikkel Hindhede, hat die umgestellt. Das hätten wir auch machen können. Wir hätten uns so viel Elend und so viel Tote erspart. Aber zu dieser Vorbeugung, das ist noch so ein Schritt. Also gut, sind wir jetzt gerade dran hier in deinem Podcast. Ja, wir sind dabei. Versuchen wir. Aber das wäre noch ein Schritt. Der wäre noch wunderbarer, als Kranken daraus zu helfen, zu schauen, dass sie so viele Einfacher. gar nicht erst krank werden. Es Ja. gibt nur keine Anerkennung dafür, also wenig, ne? Wenn du jemand ein neues Herz einbaust, kriegst du jede Menge Dank. Wenn du dem eine Lebensform, einen Lebensstil beibringst, dass er mit seinem Herz durchkommt, Dann ist dann, es zu teuer. ja, ne, und das ist auch irgendwie, müssen es ja Eigenverantwortung und selbst wenn du es schaffst, es gibt ja schon, ich schaff's schon durch die Bücher bei vielen. Ganz viel, ja. Aber die wissen ja gar nicht, was man ihnen erspart hat. Also Stimmt, weil sie den Schmerz nicht so erlebt haben, vielleicht dann, ne? Aber du kriegst nicht die Anerkennung das wird nicht der Fall sein, ja. wie beim Selten. Refrakteur. Aber andererseits, wenn du dein das entsprechende Bewusstsein und Motivation hast, ist es ja trotzdem eine, ja, schöne Möglichkeit. Und man fängt ja auch irgendwann an, nicht mehr oder hat es im besten Fall noch nicht nach der Anerkennung so gestrebt. Also ich kenne die Muster von mir selber auch, dass ich vieles gemacht habe für meine Vorgesetzten, lange Zeit auch keine Grenzen gesetzt habe. Und dadurch kam auch Krankheit, logischerweise. Ne? Da sind wir ja auch im Thema drin. Die letzte Podcast-Folge war ja auch ein Interview, wo Markus Reich da war, ging es um Krebs, weil er auch eine Krebserkrankung hatte und eine tolle Klinik, wo er gleich Blasenbilder bekommen hat, etc. Aber so die emotionalen Geschichten, diese Grenzen setzen, sein eigenes Selbst nicht leben, alles machen für andere, etc., das sind ja alles so Themen, die auch zu den Säulen der Gesundheit gehören. Wo würdest du das da einkategorisieren oder kann man das kategorisieren? Weil du kannst 20 Säulen der Gesundheit nehmen oder drei oder fünf, das kannst du verschieden machen letztlich. Also in Krebs sind einfach große Grundthemen drin, ne? Dass du nicht das lebst, was deins ist. Genau. Springender Punkt ist, du musst deins finden, deinen Weg. Und wenn du das tust, dann kommen die anderen Dinge hilfreich hinzu. Ernährungsumstellung und ab und zu Fasten und Bewegungen. Wenn du es von der Körperseite her versuchst, ist es viel, viel schwieriger, aber es kommt besser an. Ja, also die Leute haben viel mehr Lust auf Diät, als dass sie das Muster hinterm Übergewicht anschauen oder wie wir es am Anfang gemacht haben, das Muster hinter zu dünn.
Es wäre ja geistige Arbeit, ne? Und ich glaube, wir sind in dem Bereich mehr daneben als im körperlichen. Also ich habe ja mit viel Leidenschaft Peace Food geschrieben, pflanzlich vollwertige Kost. So, da ist die basische Lebensführung sozusagen integriert. Das ist automatisch basische Ernährung. Genau. Wobei im wahrsten Sinne des Wortes, es gibt auch Leute, die machen Basenfasten. Da muss man ja sagen, geht's noch? Die müssten sich ja dann von Säure ernähren. Fernsehfasten heißt ja auch nicht, dass du mehr fernsiehst, sondern weniger. Oder Strahlung Also etc., genau. Basenfasten ist ein idiotischer Ausdruck, da müsstest du die Basen weglassen. Aber die machen es ja richtig, das ist ja auch der Witz, ne? Die nennen das Basenfasten, aber im Endeffekt essen sie viel Basen. Ja, also das hat sich dann irgendwie so gedreht. Naja, Marketing. wenn du solche Dinge dir anschaust und nimmst, dann wäre es ganz wichtig zu erkennen, da ist so eine Hierarchie drin. Aber andererseits, du musst ja die Menschen auch immer abholen, wo sie sind. Und nicht Wichtig. da, wo Tilo sie haben will oder Rüdiger sie haben will. Genau. So, also wir müssen uns auf die Menschen einstellen und dann müssen wir sagen, also wenn man ihnen helfen will zum Abnehmen, ist fast am besten, man setzt am Körper an, weil das sind alle gewohnt. Da sehen sie auch gleich auf der Waage ein Ergebnis Fortschritt. und bringen dann hinterher das Seelische. Ich habe es immer anders gemacht, muss ich sagen. Bei so einem Buch wie Individualgewicht oder Krankheit als Symbol, da geht es wesentlich nur um die Psychosomatik. Und zwar an erster Stelle, wie das Wort so schön sagt, Psychosomatik. Wenn du es gleich bei den seelischen Ebenen machst, ja, es gibt auch da ein paar Möglichkeiten. Also ich habe zwei so Filmbücher, du hast am Anfang das eine gezeigt, Hollywood-Therapie. Da gibt es inzwischen, das sind ja einfach die besten Filme, die wir so kannten, aber nach den Urprinzipien geordnet. Danach kann man sie auch gut lernen. Aber das nächste ist dann Spielfilmtherapie, also zu den großen Krankheitsbildern. Da sind viele Filme zu Krebs auch drin, zum Beispiel. Das ist etwas, was die meisten wieder gern tun, weil das ist spannend und entspannend zugleich. Und für viele ist es ja eine Erholung, am Abend noch einen Film schauen. Also da war's, bei dem Ansatz geht es ganz gut. Da kannst du sie abholen, wo sie sind. Die hocken sowieso beim Fernsehen am Abend. Jetzt können sie auch noch einen guten Film schauen, statt dem, was da sonst so kommt. Das Gewohnte mit reinnehmen und da jemand einfach die Motivation erhöht sich da unwahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, das ist so. Also, das sind Bücher, die sind ja ohne viel Werbung. Die haben wir selbst gemacht, weil Verlage gar nicht wollten am Anfang. Und sind das Hollywood-Therapie trotzdem, ist jetzt schon die dritte Auflage fast weg. Also, es sind ja erfolgreiche Bücher geworden. Die beginnen zum Teil auch bei Filmen, die du gut kennst. Wenn du dann siehst, da gibt es aber viele, du hast ja gelesen, viele andere Deutungsebenen noch, ist es etwas, wo man auch wunderbar lernen kann. Der Macho, wie ist der? Groucho Marx heißt er, genau. Lange verstorbener US-Komiker, der hat so schön gesagt, das Leben ist viel zu kurz, um alle Fehler selbst zu machen. Schön gesagt, ne? Ja. Wir könnten wirklich gut auch von großartigen Regisseuren und Schauspielern lernen. Ich habe mehr über die Filme in Spielfilmtherapie gelernt, über Psychiatrie, als in der Psychiatriezeit. Ja, knappes halbes Jahr war das nur. Aber trotzdem, ganzen Tag Psychiatrie. Aber wenn ich mir so Filme anschaue, wie Mr. Jones oder Silver Lining, das eine mit Richard Gere, das andere mit Bradley Cooper, die spielen so genial diese bipolare Störung. Und von Richard Gere weiß ich das, dass der auch viel Zeit in der Psychiatrie verbracht hat damals, wie sie den Film Sonst gemacht kannst du es auch, glaube ich, gar nicht so gut machen, ne? Und Ja, ja. oder der Ding da, ja, besser geht's nicht zum Beispiel. Das ist eine Zwangsstörung, die ist so genial dargestellt. Na, wie heißt er denn? Großartiger Schauspieler. Na, fällt mir wieder ein. Ist nicht schlimm. Also Aber wir können uns damit verbinden, deswegen spricht es die Menschen auch an, weil in den Serien und in den Filmen, das sind ja Situationen, die die Menschen aus dem Alltag kennen, von sich selber, von Verwandten, von Freunden. Und da wird ja gern drüber gesprochen, was macht denn der, was macht denn der und wie ist denn der so? Und das spricht die Leute an und damit können sie sich identifizieren. Ne? Das ist der Hintergrund, denke ich, warum es so gut ankommt, denke ich ist der auch. leichtere Weg auch. Ne? Ich habe so Ja. bei meinen drei Philosophiebüchern, also Ja. die Grundlagen meiner Arbeit, das ist dann an erster Stelle Schicksalsgesetz, das Schattenprinzip und dann Lebensprinzipien. Lebensprinzipien sind die Urprinzipien, diese 12. Und das Buch ist aber über 600 Seiten dick. Also
Sowas wird heute gar nicht mehr gedruckt. Und wenn du jetzt aber Hollywood-Therapie nimmst, was nur halb so dick ist, und über Filme das lehrt, muss ich sagen, spielerisch einfach. Wenn ich so zurückschaue, haben es wahrscheinlich mehr Menschen über Hollywood-Therapie gelernt, als über Lebensprinzipien. Und verinnerlicht halt auch, ne? Das Lesen ist ja das eine, was ich vorhin gesagt habe, aber das Verinnerlichen und was ich dann wirklich umsetze, ich kann ja 1000 Bücher lesen, aber wenn ich nichts davon in meinen Alltag bringe, dann bringt es ja auch nicht wirklich viel. Aber da Vernetzung, also top. Ganz spitze. Ja, und die Säulen der Gesundheit, die sind ja alle hier auch in solchen Büchern mit drin. Wie man das jetzt auseinanderpflückt und wie es jeder für sich selber übersetzt, ist ja jetzt auch wieder mal so eine Sache. Das kann ja jeder für sich selber jetzt mal überlegen, der zuschaut und zuhört, was sind die wichtigen Säulen in meinem Leben? Vielleicht wäre das das Gescheiteste, weil wir wollen ja nichts vorgeben, sage ich mal, sondern wir bieten ein Buffet an und jeder pickt sich das raus, auf was er gerade Lust hat und auf was er gerade auch Appetit hat. Das sage ich ja immer. Ich bei meinen Kursen ist ja auch so, ich spreche über viele Themen. Wir haben auch über Schamanismus, über Nahtoderfahrung, also alle möglichen Themen. Dann denken die Leute immer, ah, du bist aber nur der Koch. Nein, das ist eine Rolle von mir. Und das ist ja das Schöne, dass wir so facettenreich sind. Und wir können viele Rollen ja noch dazu nehmen und Erfahrungen und dann einfach rausgeben. Und jeder sucht sich das raus, was zu einem passt gerade. Und das spürt jeder, wenn er bei sich ist. Idealen Köche wären so, ne? Wir suchen schon ewig, jetzt sind wir schon ganz gut unterwegs. Ja. Ein Koch, der auch in den Garten geht. Ja, sicher. Beispiel, so naheliegend, ne? Und sich mit Kräutern auskennt, die da bei uns in Bamangaya überall wachsen. Gehört alles dazu. Und ein Koch, der dahinter auch noch die Philosophie hat und so weiter. Im Herzen. Das ist natürlich schon sehr, sehr was Ausgefallenes und Seltenes, was du da lebst. Aber definitiv. Gut, macht den Erfolg auch aus, ne? Ja, also ich kenne auch keinen, der... Wenn du gar nicht mehr weißt, was du tun willst, kannst du noch mal an Garko. Gerne mal. Nur nicht dauerhaft kann ich leider nicht, weil ich da zu facettenreich bin und ich kann mich nicht so festbinden an einen Ort. Ich war so viele Jahre angestellt und da habe ich irgendwas noch, was ich noch klären muss mit mir, weil dann kommt wieder, ich bin da so in einem Gefängnis so vielleicht, ne? Das bin ich aber nicht, weil ich ja mich selber jetzt frei fühle in mir. Und das ist ja das Schönste, was man erreichen kann, sage ich mal, wenn man als Unternehmer sich dann frei bewegen kann und sagen kann, ich arbeite mit dem und mit dem nicht und ich entscheide mich aktiv dafür. Dafür hat es aber viele Prozesse auch gebraucht und viel Schmerz auch, muss ich sagen. Da kam ich schon. Ich war auch noch nie angestellt in meinem Leben. Bin ich auch froh drum, ehrlich gesagt. Ich war sehr lange. Bin sicher angestellt, ne? Also. Naja, das ist halt eine Phase für jeden und der eine, der braucht das vielleicht und der andere geht ganz anders in Lebenssituationen, wie es auch gelenkt wird, vieles, ne? Klar. Also es ist natürlich, wir sind ja auch so erzogen, wenn man schaust, wie wir erzogen werden, von der Volksschule weg, wären wir ja nicht auf Glück und Erfolg hin getrimmt, sondern wir wären ja eigentlich auf die unteren und mittleren Ränge der Gesellschaft getrimmt. Ne? Also der weibliche Pol, das parasympathische Nervensystem, das basische in der Ernährung, wird uns ja madig gemacht. Ja? Sicher. Spiel nicht, schlaf nicht, träum nicht, tanz nicht aus der Reihe, spinn hier nicht rum, konzentrier dich. Das ist der Tenor. Wenn ich die dann 20, 30 Jahre später in irgendwelchen Management-Seminaren habe, sieht man den Erfolg. Sie schlafen nicht mehr gut oder schlecht. Sie sind nicht mehr kreativ. Sie tanzen aus keiner Reihe. Querdenken war früher ein Sondra-Titel. Inzwischen ist es völlig verpönt. Die sind einfach nicht mehr spielerisch. Ja, das Kindliche verloren. Ne? Das Einzige, was nicht klappt, ist mit der Konzentration. Da staune ich immer wieder, wie selbst Chefs von DAX-notierten Unternehmen sich nicht eine Minute konzentrieren können. Das ist sehr klein. Das ist für jemanden, der, ich mache jetzt, weiß nicht, 45 Jahre Zen-Meditation. Das ist eigentlich unfasslich. Man muss es auch immer wissen, darf der ja nicht solche Übungen machen, wo man sieht, dass der Chef einfach... Sonst blamieren sie sich dann in dem Moment und ist also am Ego gekratzt. So ist es. Also, naja, das ist, wie es ist. Aber also es ist auch wirklich natürlich, das sind zwei Lebensformen, ne? Kreativ sein oder gehorchen. Aber du könntest auch kreativ sein und den Spielregeln, diesen Schicksalsgesetzen gehorchen, dann kommt so ein Optimum raus. Und die Kombinationen und die Balance herstellen. Das Schattenprinzip ist aus meiner Sicht so extrem wichtig. Weil wenn du immer nur das machst, was dir wirklich am leichtesten fällt, dann wirst du dich deinen Problemen gar nicht zuwenden. Ja? Und auch deinen Symptomen nicht. Weil das ist ja, was du nicht magst. Die Leute fragen ja immer auch so, oder sagen mir das so, die haben ja meistens schon den Trend zum Zweitbuch hinter sich, wenn die zu mir kommen. Und dann
sagen, ja, ich habe mir das angeschaut, ein Krankheitssymbol, und ich habe keine Lösung gefunden. Ich kann dann immer sagen, doch, doch, Sie haben eine Lösung. Das ist Ihr Symptom, die Lösung. Ihr Problem ist Ihr Thema. Ja, also da müssen Sie ran. Da, der Schatten ist unser größter Schatz. Aber der wird ja nur da deutlich, wo es uns nicht passt. Wo wir Probleme haben, Krankheitsbilder und sogar Schwierigkeiten in der Partnerschaft. Ja, also das, es stimmt schon so. Mir hat es auch mal ein Lehrer beim Abschied gesagt, wollte ich was nicht, eine Beförderung nicht. Und da war ganz entsetzt. Zum Schluss hat er aber zu mir gesagt, stimmt schon für dich, wo die Freude nicht ist, ist nicht dein Weg. Oh, richtig. Sehr gut. Habe ich, das ist Jahrzehnte her, ja, immer bewahrt. Ja. Er wusste gar nicht, glaube ich, dass er das so tiefgründig gesagt hat, oder? So, oder? War ihm das bewusst? Ich weiß es gar nicht. Was es für ein Schatz war, was er da losgegeben hat, und du hast es immer noch so präsent, das ist stark, oder? Dann war es wirklich mächtig. Ich weiß es nicht, weil er ist schon lang gegangen. Ja. Für mich war das ganz, ganz wichtig. Schön. Du kannst es natürlich auch wieder so drehen. Also ich habe ja das Schattenprinzip geschrieben und viel damit gearbeitet. Es kann auch eine Freude sein. Das musst du auch als Arzt schaffen, diesen Schritt. Weil wenn du dich nicht freust, dass du Kranken wieder in Richtung Gesundheit die Weichen stellen hilfst, dann wird das nichts. Ne? Also ich meine, das ist ja eine kranke Motivation, Arzt zu werden. Ja, also stell dir vor, du wirst Psychiater, dann gehst du freiwillig dein halbes Leben ins Nervenkrankenhaus. Wir machten das schon. Also, so, wenn du weiter die Psychopharmaka genommen hättest, dann wüsstest du heute sicherlich, was ich meine. Dann wärst ich würde nicht hier sitzen dann. Eingesessen in der Psychiatrie. Genau. Also, aber überhaupt, Arzt zu werden, hast du dauernd mit Kranken zu tun. Also es müsste dir wirklich nicht die Krankheit Freude machen, aber das Durchschauen der Krankheit, dass du andere in so einen Bereich lenken kannst, wo sie freier werden, unabhängiger. Und das ist auch der Punkt, warum ich dann irgendwann, habe eh jahrzehntelang Praxis gemacht, aber dann mehr Ausbildung gemacht habe und Bücher geschrieben habe und so weiter, Workshops und jetzt ganz viel online, weil ich einfach so gemerkt habe, erreiche ich viel mehr? Und der springende Punkt ist ja oft eben im seelischen Bereich. In einem Bereich, der sonst von der Medizin ja gar nicht mehr beachtet wird. Ja, also, sagen wir mal, Hildegard von Bingen hat vor über 1000 Jahren gesagt, die hat ja alle Krankheitsbilder Laster genannt oder Süchte. Ja, das ist noch gar nicht so lange raus aus der Medizin. Ne? Wir sagen auch noch Gelbsucht. Das hört jetzt gerade auf, weil wir jetzt Hepatitis A, C, D haben und so weiter, B. Und wenn wir auf sie hören, dann sagen, da gab es 35 Laster oder Süchte. Und mein Großvater, der sagte noch Schwindsucht statt TBC. Mhm. Und die Generation danach, davor war das auch noch Fallsucht, die Epilepsie, ne? Bleichsucht, die Anämie, Tobsucht, die agitierte Psychose und Wassersucht, die Ödemneigung. Und im Mittelhochdeutschen hieß das Wort für Krankheit überhaupt Sud, geschrieben, Sucht ausgesprochen. Und Hildegard von Bingen hat gesagt, die zwei schlimmsten Süchte sind die Habsucht und die Eifersucht. Mhm. Und die beiden Süchte, wo gehst du denn heute hin mit denen? Zum praktischen Arzt, also Allgemeinarzt heißt es jetzt. Ich glaube, ich bin der letzte praktische Arzt. Ich habe mich nicht umtaufen lassen. Also im Endeffekt, was hilft dir? Zu welchem Facharzt gehst du, wenn du an Habsucht leidest? Der schlimmsten Sucht nach Hildegard. Oder an Eifersucht, der zweitschlimmsten Sucht. Da schickt dich jeder Arzt weiter. Aber das sind natürlich extrem wichtige Dinge. Ja, weil du dein Leben total auf Geld auslegst, wird das vielleicht erfolgreich im Hinblick auf Finanzen, ja, aber sicher nicht im Hinblick auf Glück. Ich kenne viele, die haben viel Geld, aber sind nicht glücklich mit ihrem Leben. Da sind wir ja schon bei der Säule für Finanzen oder Erfolg, sagen wir mal. Also ich finde, eine Säule der Gesundheit ist auch Erfolg. Ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt sogar, der oft unter den Teppich fällt. Und wie sind da so deine Erfahrungen? Du bist ja gerade schon im Thema drin. Es ist sehr einfach. Also du musst den Spielregeln folgen, wenn du Erfolg haben willst. Erfolg kommt schon von Folgen. Nicht dem banalen Gehorchen von irgendeinem Chef, der durch den Wind ist, sondern den Wesentlichen, den Grundthemen, der Polarität, der Resonanz. Gesetz des Anfangs, dem müsstest du folgen. Dann hast du Erfolg. Und beim Geld ist auch relativ einfach. Also ein paar so. Ich habe sogar mal ein Taschenbuch über Geld geschrieben, obwohl ich wenig Ahnung habe von Geld. Muss ich sagen, also von Finanzen interessiert mich jetzt nicht primär,
Aber da ich das gern mache, was ich mache, hatte ich immer genug. Außer bei Tamanga in der Endphase. Und wie wir da so abrupt auf ja, vegan, pflanzlich vollwertig umgestellt haben, da haben wir plötzlich haben ganz viele die Segel gestrichen. Was Frühere vorher Patienten. anders? Habt ihr vorher eine andere Ernährung da gehabt oder eine andere Essensausrichtung? Also ich bin eigentlich vegan seit über 50 Ja. Jahren, weil ich habe immer vegetarisch, haben wir das damals genannt, gelebt, mochte Ja. aber keine Milchprodukte Na dann. und Eier mochte ich auch nicht. Also war ich eigentlich vegan. Ich habe es noch nicht kontrolliert. Das bin ich erst so seit, ich glaube, 14 Jahren oder so, 15. Aber im Endeffekt, da gab es mal ein Problem. Aber letztlich ist es relativ einfach. Du müsstest dir einfach klar machen, es gibt auf dieser Welt kein herrenloses Geld. Ja, es ist eine völlige Illusion, dass du irgendwann in einen dunklen Wald kommst und da liegt ein Riesenhaufen Geld, der niemandem gehört. Das passiert nirgendwo, auf keinem hohen Berg. Also diese Schatzsuchernummer, das ist im Promillebereich. Ja. Die alten Western, wo sie den Ja. Gold noch aussieben aus dem Bach. Ja, Der Schatz also am Silbersee. so ungefähr. Also wenn du da schaust, Sterntaler, dieses Märchen, das ist ja, regnen die Sterntaler runter. Aber nachdem dieses Mädchen alles, was sie hatte und darüber hinaus sogar ihre Kleider verschenkt hatte, gegeben hatte, da kommt dann der Gegenpol und sie bekommt. Aber ansonsten, es gibt kein herrenloses Geld. Jeder intelligente Mensch kann das eigentlich sich klar machen. Also, wenn alles Geld schon irgendjemandem gehört, müsstest du so mutig sein und so offensiv, dass du anderen Geld wegnimmst, damit du welches kriegst. Ist ja genug da. Es ist im Überfluss da. Aber es sind sich viele Leute auch zu gut dazu, anderen Geld wegzunehmen. Das musst du schon auch erstmal machen. Es gibt ja auch mehr oder weniger geschickte Wege. Also jetzt, wenn du mit irgendeinem Bankster zusammenarbeitest, okay, kannst du dir auch mal eine blutige Nase holen. Habe ich schon erlebt. Also diesbezüglich, da muss man einfach genau hinschauen. Du kannst ja tolle Methoden überlegen. Also deine finde ich gut, meine finde ich auch gut. Die Prinzipien. Wir lehren Dinge, die Leute brauchen können und die zahlen schon ihre 20 Euro für ein Buch. Und davon kriege ich jeweils 1,80. Und wenn das dann so viele sind, da habe ich mich nicht mal zu kümmern. Ich schreibe das nur. Und ja, das machen dann Verlage und Buchhändler alles für mich. Und man kann auch sagen, okay, das beginnt immer so ein bisschen unter 10%. Das ist ja nicht viel. Das ist schon viel, wenn es viele Bücher werden. Und wenn du viele Klicks hast auf deinen Podcast und so weiter, dann läuft das auch wie von alleine. Aber du hast mal die Vorleistung gebracht. Die Idee, die Interviews geführt und so weiter. Also, da nimmst du aber indirekt, bei dir besonders indirekt, ja, das Geld von anderen Leuten an. Und ich muss auch sagen, wenn ich so zurückschaue, nicht mal die Ideen sind bei mir, von mir. Die habe ich durch die vielen Fragen meiner Patientinnen am Anfang, Seminarteilnehmerinnen jetzt. Also, ich bin ganz dankbar um die vielen Fragen. Das ist schön. Da lernst du ja dabei, was die Das ist Leute toll. brauchen. Genau. Wenn ich 100 Mal dasselbe gefragt werde, mache ich ein Buch. Dann kriegen die Leute viel mehr, viel günstiger, als wenn die mich eine Stunde buchen würden. Ja, Aber du das interessierst dich und tust im richtigen Bewusstsein. Das ist ja, und befolgst die Lebensprinzipien. Das ist ja der Hintergrund, der das Ganze dann ermöglicht, damit es fließen kann, ne? Das ist ja auch ja. so eine Sache. Es hat dann trotzdem Auswirkungen, ne? Also Ja. mir ganz schnell unterstellt, dass ich das alles wegen Geld mache. Aber ich glaube, so erfolgreich ist es genau deswegen, weil das nicht im Vordergrund ist. Genau, das ist es. Ich habe ja mal auch Bücher herausgegeben für Hugendubel und alle die, die einen Bestseller schreiben wollten als Hauptmotivation, haben keinen geschrieben. Ja. Und die, die aus drei Bestsellern einen Megaseller machen wollten, hat auch nicht geklappt. Ja. Es gibt ein paar Leute, die, also Kurt Tepperwein hat fast genauso schnell Detlefsen kopiert, wie der schreiben konnte. Aber auch da, mir ist es auch schon viel passiert, das Kopieren, würde ich immer auch zu Mitarbeitern, die dann klagen wollen und so weiter, sagen, nein, lass uns weiter kreativ sein, dann haben die Abschreiber was zu tun und die haben unser Mitgefühl, weil das ist ja eh auch peinlich für die eigene Seele. Ja. Also, das sind relativ raffinierte, könnte man sagen, oder auch schöne Methoden. Bei den meisten gibt es keine Klagen.
Und ehrlich gesagt, die meinen, ich verdiene zu viel an ihnen. Sag ich auch, sie müssen keine Angst haben, dass ich reich werde. Ich bin's schon. Genau. An Erfahrung, auch durch die Bücher und Seminare und online. Ja, das ist ja heute, das sind ja auch unglaubliche Möglichkeiten. Also ich habe ja Gott sei Dank schon vor Corona angefangen, fast Online. online anzubieten und die Philosophie Genial, ja, zu toll, welche Möglichkeiten wir alle haben hier, ne? Aber Auch jeder jetzt. hat sie. Im Prinzip kann es ja jeder tun, ne? Deswegen, wenn jemand sagt, er ist neidisch, dann hat er ein Thema mit sich und dann darf er es herausfinden. Und das ist Jeder. doch auch in der Zeit wirklich schön. Du Ja. kannst deine Arbeit machen, von wo aus du Ich willst. sitze ja auf meiner Couch, ja. So ist es. Das Und ist ich sitze hier wunderbar. in Zypern in meinem Wohnzimmer Toll, ich komme mal. mit den Unity-Farben hinter mir. Ist auch so ein Beispiel. Sieht sehr schön aus. Immer Ausbildung gemacht. Live natürlich in Damanga, auch in unseren Waldsälen. Wir haben ja schöne Säle draußen. Wunderschön. Auch lang vor der Corona-Geschichte, aber da hat sich das sehr bewährt. Wir konnten das ja draußen weitermachen. Und Klar. da hast du auch keine Raumbeschränkung. Also in den Waldsaal, der ist auch mit Viel schöner 100 draußen, ne? Also hat auch Grad. gute Sachen gehabt, muss ich sagen. Also ich sehe nicht nur das Natürlich. Schlechte von der Ja. Zeit. Ich bin zu meinen Kunden gefahren, habe Essen ausgeliefert, schön Hallo gesagt. Also hat auch gute Sachen gehabt. Ihr wart viel draußen, noch mehr als vorher. Online hat es mehr Möglichkeiten als Option zusätzlich. Ja, also das kam noch bei mir dazu. Ich habe ja schon auch ab zu 100 Leute im Jahr sicher ausgebildet in integraler Medizin, so mein ganzes Wissen. Genial. Aber gleich am Anfang, also haben sie auch schon vorher geplant, habe ich bei Unity angefangen, so eine 15-monatige Beraterausbildung in ganzheitlicher Medizin zu machen. Da Wow. kommen heute Hunderte, also jedes Quartal 200 neue dazu. Ich habe noch nie so viele Menschen ausgebildet. Ganz toll, die Von zu Hause Möglichkeiten. aus. Ja, also wir haben Stark. ein kleines Studio und das ist etwas, wo ich auch sehr dankbar bin. Ne? Die machen das optimal und ich habe auch viel gelernt. Also zum Beispiel so eine Ausbildung, die wächst einfach dadurch, dass man sie gibt. Wenn du Bücher Voneinander. machst, sind die dann, musst du froh sein, wenn sowas nochmal aufgelegt wird. Also auflegen tun die es immer, weil es ist ja Geld. Aber dass du es verändern kannst, dass das mit dir wächst. Krankheit als Symbol habe ich jetzt ein paar Mal überarbeiten dürfen, ist auch die Abmachung. Schattenseite ist, dadurch gibt es nie ein Taschenbuch. Naja, also jetzt habe ich es gerade nochmal gemacht. Jetzt sind es über 1000 Seiten, war intensive Arbeit, Ja, aber glaube ich. ist eins von den wenigen, wo ich das machen kann. Ansonsten, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ausbildung mache, wie dieses ganzheitliche Gesundheitsberater bei Unity, dann ist es so, dass all die Fragen, die mir da gestellt werden, ja, über 15 Monate, die werden in ein Archiv überführt. Da kannst du dann Abarbeiten. einfach auf dran klicken pro Thema und zack, bin ich da und erkläre dir das sozusagen persönlich. Und da Toll. kommen tausende von Antworten zusammen. Und mit jedem Zyklus, der da durchläuft, die 15 Monate, werden das so viel mehr. Das heißt, alle, die jetzt dabei sind, profitieren von allen, die vorher dabei waren. Das ist so Und schön. alle, die kommen werden, profitieren von denen, die jetzt da sind. Und was ganz schön ist bei Unity, die behalten alle den Zugang. Lebenslang. Das heißt, auch die da vor Jahren mitgemacht haben, können immer noch in das Archiv reingehen und können immer noch die Sachen wiederholen. Sowas hast du ja nicht auf der Live-Ebene. Da sind wir eine Woche zusammen, das hat auch Vorteile, muss ich schon sagen. Das ist Aber spitze. am besten ist es, beides zu verbinden. Und das hat uns auch diese Zeit gezeigt. Diese unendlichen Möglichkeiten. Und wir können das umsetzen, was unser Sinn ist, was zu hinterlassen, auch in dieser Welt und wirklich da auch beim Wechsel aktiv dabei zu sein. Das ist ja das Schöne. Und die Veränderung mit zu begleiten, jeder wie er kann und mit seinem Standpunkt. Und wie Ja. du schon so oft gesagt hast, was ich auch so toll finde, auch bei mir, das kenne ich auch, dass man sich gegenseitig da auch bereichert, auch mit den Teilnehmern dann, wir sind ja nicht die Allwissenden, um Gottes Willen. Und das ist auch schön, wenn man was dazulernt und auch wieder weitergibt, egal an welchem Standpunkt der es halt gerade gebrauchen kann. Das ist doch Das sind wunderschön. schon tolle Möglichkeiten, die wir so auch in der Moderne haben, ne? Also früher war es alles besser. Also das Als die ist. Mark noch war. Genau, das ist ja schon sehr was Relatives. Es war, ich meine, früher haben das Grundgesetz nur eingehalten, das fand ich schon besser. Da würde ich gern wieder hin Ja, zurückkommen. sicher, also. Auch schön, ne? Dass so viele, auch junge Menschen gemerkt haben, wir hatten eines der besten Grundgesetze der Welt. Wir müssen nur uns dran halten und Politiker wählen, die sich dran halten. Und da braucht man neue, das ist ja gar keine Frage. Aber wir haben das jetzt gemerkt, was wir hatten. Genauso in Österreich, in Deutschland. Das ist doch auch ein großer Vorteil.
Ja, also so sehen, boah, wir hatten da was ganz Tolles in diesem Grundgesetz. Das könnte Sicher. auch bei der Krankenversicherung sehen. Das ist ja was Wunderschönes, ein Solidaritätsprinzip, ne? Das 49. Solidarprinzip. Wenn die fit sind, ich meine, ich habe seit 50 Jahren meine Krankenkasse nicht gebraucht. Ja. Wenn das alle machen würden, dann wäre das ideal. Dann wäre für die, die es wirklich brauchen, viel da. Da braucht es Mut, großen Mut für viele. Da Ja, arbeiten wir dran. seit du eigenverantwortlich deinen Weg da rausgefunden hast, wirst du auch für die Kasse viel billiger geworden sein, als du vorher warst. Vorher hat man es aber nicht ge gesehen, weil hat er die Abrechnung gar nicht bekommen, mehr oder weniger. Du kriegst ja dann das schon abgezogen im Vorfeld, ne? Da hat man sich gar Genau. nicht so mit beschäftigt. Also ich zumindest nicht. Ich war immer privat, also insofern habe ich dann schon gesehen. Aber im Ja. Endeffekt ist es natürlich viel, viel besser, du brauchst es nicht. Ja, das sicher. Ich gehe auch so gut wie nie zum Arzt, weil ich weiß, was macht der Arzt? Im Endeffekt weiß ich, was ich selber für Themen habe, wenn man sich mit sich tiefgründig beschäftigt und guckt dann einfach, was habe ich jetzt nicht beachtet. Und dann beachtest du es wieder und dann geht es schon wieder in die richtige Richtung. Kann natürlich sein, dass es irgendwann zu weit fortgeschritten ist schon, ne? Aber Aber im du gehörst Grunde. ja zu denen, die aus den Fehlern das Fehlende lernen. Genau, das ist Ja, die von Voraussetzung. dem geht aus. Diese Eigenverantwortung hinein, Das ne? ist wichtig. Die Eigenverantwortung ist das Allerwichtigste und das sage ich immer, immer als erstes in einem Gespräch. Jeder hat die Verantwortung für sich selbst. Und wenn du bereit bist, was verändern zu wollen, was Positives, dann können wir zusammenarbeiten. Ich denke, es ist ein ehrlicher Austausch auch ganz, ganz notwendig, damit man auch keine fa falschen Trugschlüsse, also keine falschen, wie soll ich sagen, Erwartungen hat quasi, ne? Und dann kann es auch in die Wäre richtige Richtung gehen. auch ganz wichtig, dass man das mal aus meiner Sicht unterscheiden, Verantwortung und Schuld. Ja. Das ist in der deutschen Sprache wirklich eine dumme Geschichte, Die dass Wortwahl, ja. Synonym verwendet wird. Die Amis, die Engländer, die Franzosen haben das überhaupt nicht. Ja, wenn die einen Konkurs machen, weil irgendwelche Zulieferer bankrott sind, dann nehmen die das nicht als Schuld wahr. Aber wir haben schnell immer dieses Gefühl, wenn wir Verantwortung haben, ist dasselbe wie Schuld zu haben. Verantwortung heißt, dass wir Antworten finden, wir selbst. In anderen Sprachen Responsibilità, Responsibility, the ability to respond, die Fähigkeit zu antworten. Das wäre Verantwortung. Und Eigenverantwortung ist, dass wir das selbst schaffen und nicht auf zu Politikern delegieren. Ja, das macht ja auch die Mehrheit der Bevölkerung. Die schiebt die Schuld auf die Obrigkeiten. Das ist auch nicht die Lösung. Die Konzerne sind an nichts schuld. Wir kaufen das Zeug. Und wenn wir das Zeug nicht kaufen, ja, also die Lebensmittelindustrie wird an Thilo und Rüdiger ja nun kaum was verdienen. Nee, wenig, sehr Wir wenig. suchen uns die Dinge gezielter anders. Das meint Eigenverantwortung. Zu sagen, die Pharmaindustrie ist schuld, die Lebensmittelindustrie ist schuld, das ist nur wieder ein Wegschieben der Verantwortung. Schuld ist überhaupt niemand. Wir können Antworten finden. Und haben wir ganz gut. Ja, in Tamanga, da gehört ein riesen Biogarten dazu. Bei uns ist alles Wunderschön. Bio. Wir dürfen gar nicht anders. Und das Restaurant ist Bio und alles. So. Also, natürlich ist das kein großes Geschäft. Meine Medizin, die hat die Pharma viel Geld gekostet. Ich habe so viele Leute weggebracht von der Pharmamedizin. Und hin zu einer eigenverantwortlichen, dann doch sehr naturorientierten, sage ich immer, Achtung, Vorsicht vor Vater Staat. Lehnt euch viel mehr an Mutter Natur an. Ja, und überall, wo wir hinkommen, also meine Frau hat da auch noch so einen Draht, also die nimmt überall Samen mit und baut die an und so weiter. Sehr Und schön. jetzt haben wir schon wieder einen ziemlichen Gemüsegarten. Und das ist auch Toll. ganz eine andere Freude, wenn du deine Orangen, hat man letztes Jahr das erste Mal Ah. Orangen vom Baum holst oder die Zitrone, ist gleich 10 Meter entfernt. Das ist Schmeckt auch. ein Mango- oder Avocado-Baum. Das ist schon irgendwie ganz was anderes. Und das Ganz, kennt ganz ja schön. fast jeder, weil Petersilie und Schnittlauch holen sie ja auch natürlich in Deutschland und Österreich oft aus dem Garten. Also wir machen uns selbst so viel Freude damit und brauchen nicht auf irgendwelche Konzerne zu projizieren. Das ist eigentlich nur eine Flucht aus der Verantwortung. So Und ist es ja. insofern wäre viel besser, wir würden in die Eigenverantwortung umsteigen. Das ist so. Ich fahre am kommenden Freitag fahre ich nach Davos. Ich bin beim WEF dieses Mal wieder dabei. Ich habe mir überlegt, will ich das? Aber habe mir gedacht, warum denn nicht? Ne? Ich kann ja ein bisschen Licht dahin bringen.
Ja, du bist wahrscheinlich bei dieser Kontraveranstaltung oder Gegenveranstaltung dort, Nein, oder? ich bin aktiv da in der Küche aktiv tätig und unterstütze da meine Küchenkollegen. Hin und wieder gehe ich immer wieder in die Gastronomie und schaue mir das an, wo ich jahrelang fest war. Ja, und habe gesagt, warum denn nicht dahin gehen, wo ich gebraucht werde. Und ich gebe auch so ein bisschen die Möglichkeit der basischen Lebensführung an meine Kochkollegen weiter und zeige da halt, wie ich es mache, soweit es halt in dem Moment geht, um da einfach ein bisschen zu inspirieren. Das ist ein Teil von mir. Ja. Ja. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe auch mal für Novartis, den Pharmakonzern, Gesundheitstage für die Mitarbeiter Ja, gegeben. warum denn nicht, warum denn da wegbleiben, wenn das Ganze sowieso stattfindet, kann man wenigstens ein bisschen was Positives dazu beitragen Ja, noch. ganz offen, ich habe da keine Beschwerden. Also wir hatten ausgemacht, Ja. dass ich von mir aus nicht anfange, über Ihre Medikamente zu lästern. Ich habe auch gesagt, wenn ich gefragt werde von euren Leuten diesbezüglich, werde ich ehrlich antworten. Und ich glaube, ich habe nur drei Tage dort gemacht bei denen. Dann haben die ersten angefangen, über Ritalin zu fragen, sie hätten gesehen, dass ich ja ganz anderer Ja. Meinung bin. So, da habe ich dann auch gesagt. Dann haben wir aber ganz freundlich die Mitarbeit auseinandergenommen Ja, wieder. ist doch in Ordnung. Man kann da miteinander reden und direkt ist wichtig, das ist schön und dann passt es auch wieder. Na, das ist doch gut, das sind schöne Erfahrungen. Ja, du, wir könnten, glaube ich, tagelang weiterreden. Meine Tochter ist gerade heimgekommen, jetzt muss ich mal Hallo sagen. Und ich würde sagen, die Säulen der Gesundheit, das ist ja ein Riesengebiet, da könnte man wirklich ja, unendlich referieren. Hast du zum Abschluss was, wo du noch sagst, das sollten auf jeden Fall die Leute noch wissen, fürs neue Jahr jetzt mitnehmen? Wir sind ja jetzt gerade 2023 gestartet. Was hast du noch für die Zuschauer und Zuhörer, was du unbedingt mitgeben möchtest noch? Ja, ich bin ja so ein Leseratte natürlich Ja. und Bücherschreiber. Und da habe ich natürlich immer Dinge auf Lager. Also ich würde als Konsequenz der letzten 3 Jahre unbedingt empfehlen, das Buch Angst frisst Seele, damit wir unsere Seele schützen, gefressen zu werden von der Angst. Das habe ich auch gerade erst geschrieben. Und dann auch noch wichtiger als Peace Food, was ja schon einige Male heute vorkam bei uns, ich Mind Food, geistige Nahrung. Toll. Und wir sind so mit den Methoden, die ich aus der Psychotherapie kenne, aus den letzten 40 Jahren, inzwischen, statt dadurch da mit diesen Methoden ins Licht geführt zu werden, wie es in der Psychotherapie Ziel ist, sind wir so viel hinters Licht geführt worden. Und das Buch Mind Food zeigt auf, wie das ging. Und meine Altersgenossen, ich bin 71, denen würde ich natürlich auch noch raten, gesund und glücklich Alter, älter werden. Das ganz habe ich schön. auch gerade geschrieben, so mit meiner Lebenserfahrung, was mich so gestärkt hat, meine Abwehr in Ordnung gehalten hat. Klar kommt dann auch wieder die Ernährung da rein und so. Aber das gesund und glücklich älter werden ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Nicht Ganz Longevity, wie toll. das die Amerikaner machen, im Vordergrund, dass wir jetzt älter werden. Aber selbst das können wir. Und wenn wir es gesund machen und dabei glücklich sind, ist es ja auch sehr schön. Das ist ganz, ganz toll. Vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Rüdiger. Das Buch Hollywood-Therapie habe ich meinem Papa schon geschenkt und einige weitere werde ich ihm auf jeden Fall noch schenken von dir, weil das ist wunderbar. Das kommt sehr gut an. Und ich danke dir für dein Wirken, für alle, die sich inspirieren lassen von dir. Werde alles unter der Folge hier verlinken. Da schickst du mir gerne zu, was ich drunter setzen darf. Wir sagen erstmal over Alles, and was wir erwähnt haben, kannst du alles drunter setzen. Da muss ich ja. dir nicht schicken. Ich habe Oder viele. so, ich suche mir auch gerne alles raus, ist gar kein Problem. Dann sage ich erstmal offiziell over and out. Vielen herzlichen Dank an dich und wir bleiben noch kurz in der Leitung, können uns noch ganz kurz austauschen. Tschüss, ihr da draußen. Danke Bis fürs ganz Zuschauen. bald.